Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Heute sind wir nach langer Zeit mal wieder sozusagen als Kurierdienst unterwegs und das mit diesem schicken Mercedes-Benz Sprinter auf der Map Niedersachsen. Und die Fracht habe ich schon angenommen, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem Motor. Und dann nehmen wir da vorne unsere Fracht an und liefern die dann aus. Wir fahren, glaube ich, von Linden nach Laatzen. Und da vorne stehen sie schon, unsere Pakete. Denn ich spiele das Ganze mit einer Modifikation, die so einen Sprinter auch sinnvoll macht im Euro Truck Simulator. Die einen damit also auch Aufträge erledigen lässt. Und wenn wir gleich aufgesattelt haben, dann schauen wir mal schnell, wie viel Ladung wir dabei haben. Also wir haben 10 Tonnen und wir haben hier einfach Pakete, die wir tatsächlich nach Laatzen zu Siemens bringen. Alles klar, das ist der Auftrag. Ich würde sagen, los geht's. So, und da werden wir natürlich auch wieder viele schöne Ecken von Niedersachsen sehen. Mensch, da verhaspelt man sich schon mal. Denn die Map ist durchaus realistisch und kam bei euch extrem gut an. Ähnlich wie die Map Heilbronn. Die hat viele schöne Ecken und ist spielerisch auch was komplett anderes. Und ich dachte mir, wir werden heute mal mit dem Sprinter starten, weil auch Sprinter in der Speditions- und Transportbranche ja einen großen Teil ausmachen. Also die sind ja kaum wegzudenken. Neben Paketen werden ja auch viele andere Dinge damit transportiert. Und ich hatte in den letzten Wochen einige Male Besuch von Speditionen. Es waren sehr, sehr nette dabei und es waren auch meines Erachtens sehr unprofessionelle dabei. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal hier auf die Straße. Ich weiß gar nicht, ob das eine Autobahn ist. Nee, ich glaube nicht, ne? Und werden dann Kurs auf die Stadt Laatzen nehmen. Nee, war keine Autobahn. So. Muss man hier ein bisschen aufpassen. Ist wenig los auf den Straßen. Schon alle noch zu schlafen, die Leute. Und dann fahren wir hier raus. Ich bin vor ein paar Wochen auch mal mit so einem Mercedes-Benz Vito gefahren. Das war, glaube ich, so eines der größten Autos, was ich gefahren bin. Vielleicht sogar das größte Auto. Viele von euch werden jetzt ganz entspannt zu Hause lachen und sagen, Ansgar, bist du noch nie, ja gut, Trecker habe ich mal gefahren, aber bist du noch nie LKW gefahren oder sowas? Nee, bin ich nicht. Und ich muss sagen, so ein Vito ist ja jetzt auch nicht irgendwie kompliziert zu fahren oder sowas, vor allen Dingen, weil er dann auch noch Automatik hatte, also alles easy. Aber so die ersten Meter, nachdem ich die Schlüssel bekommen hatte und dann so auf die Straße rausgefahren bin, man muss sich erstmal dran gewöhnen an so ein Fahrzeug, weil die Ausmaße ja doch ein bisschen anders sind als bei einem normalen Auto. Und man kommt sich auch, es kommt einem alles so groß vor. Das ist alles gar nicht so groß, wie man das vielleicht denkt, oder bei mir war es jedenfalls so. Aber ich bin gefahren wie ein LKW-Fahrer auf den ersten Metern. Extra viel ausgeholt. Übrigens, unter der letzten Folge als Kurierdienst hier mit dem Ford stand, ich sei ein Mittelspurschleicher. Das werde ich, da werde ich heute drauf achten, dass ich das nicht mache hier in der Folge. So, hier müssen wir wieder raus. Und da ist auch schon die Polizei mit Feuerwehr. Oh je, da scheint es gescheppert zu haben. Oh ja. Und das Fernsehen ist auch schon da. Na dann. Ist für alles gesorgt. So, ich glaube, jetzt können wir hier ein bisschen schneller fahren. Ich habe auch mal das Geschwindigkeitslimit ausgemacht, sodass man da nicht an diese 80, 90 km/h gebunden ist, sondern, wie das durchaus realistisch ist, ein bisschen schneller fahren kann. Und hier geht es jetzt nochmal in den Kreisverkehr, um dann Richtung Linden. Ne, von Linden kommen wir ja gerade. Wir müssen Richtung Hildesheim, glaube ich. So. Und damit sind wir auf der Autobahn. Und jetzt wird es immer ein bisschen entspannter. Boah, ich habe einen Mordstrip da hinter mir in den letzten Wochen. 1000 Kilometer an einem Tag, das war für mich, ich fand es schon relativ heftig. Es gab eine Zeit. Also, ich fand es interessant, welche Phasen man da so durchmacht. So, die ersten 500 Kilometer fand ich, war das jetzt, da hatte ich ein Ziel, musste ich pünktlich da sein. Da hatte ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl, geht mir auf den Senkel. Aber auf der Rückfahrt, boah, nochmal 500 Kilometer, da ging es mir richtig auf den Senkel. Die ganze Zeit zu fahren und auch so konzentriert zu sein und so. Muss man schon ein bisschen Lust drauf haben. Gut, aber
mit dem Vito ist natürlich nichts passiert und es ist kein so großes Auto, also es ist ja noch der kleine Bruder von dem Sprinter hier. So, ich glaube, die überhole ich mal. Passiert ja nichts hier. Können ja nicht so schnell fahren. Aber die Gestaltung? Also ist schon wesentlich schicker als im normalen Euro Truck Simulator. Ich muss dazu sagen, ich spiele jetzt nicht die aktuellste Version, sondern ich spiele die, die man auch auf der ETS Version 1.3.6, meine ich, spielen kann. Es gibt aber auch schon eine für eine neuere Version. Die wird dann vermutlich noch ein bisschen verbessert worden sein, noch mehr beinhalten an interessanten Dingen. So. Aber die war eben nicht mehr mit der Sprinter-Version hier kompatibel. Da muss man sich im Euro Truck Simulator ja immer so ein bisschen entscheiden. Finde ich immer ein bisschen schade, aber gut, da kann man nichts machen. Oh, große Baustelle hier auch. Ui, ist die auch in der Realität da? Könnte ich mir gut vorstellen. Ah, Siemens. Hieß es gerade abfahren, aber ich glaube, es ist noch nicht der richtige Ort. Dann geben wir noch mal ein bisschen Stoff. Manche von diesen Sprintern fahren ja auch wie die Berserker. Bin ich halt auf der langen Tour auch. Einer wirklich brutalst geschnitten. Also, es war frech. Auch gefährlich. Aber gut, bin dann da jetzt nicht ausgerastet oder so. Oh ja, da ist einer in die Baustelle gefahren. Naja, gut. Dann können wir wieder ein bisschen Gas geben an der Baustelle vorbei. Ein paar Kilometer werden es noch sein. Mal gerade kurz gucken. Bisschen schwierig, das während der Fahrt zu machen. Es sind noch 11 Kilometer. Das Ganze ist übrigens im Maßstab 1:3 dargestellt. Ist also eine ziemlich heftige Skalierung. Entsprechend lang sind auch die Strecken. Wenn man im normalen Euro Truck Simulator für 11 Kilometer vielleicht 2 Minuten fahren muss, muss man hier dann entsprechend schon ein bisschen länger fahren. Naja, wie auch immer. Viele Events hier an den Straßen. Hier ist richtig was los, du. Man kann auch gar nicht so schnell fahren, weil man sich immer noch so ein bisschen rechts und links umschaut. Naja, ich hatte... Ist die gesperrt, die Abfahrt? Oder kann man da lang? Ha! Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Gibt es noch eine zweite Abfahrt? Ist ja gesperrt hier. Ja, ich nehme mal die nächste. Oder vielleicht müssen wir irgendwie drehen oder was? Nee, Navi schickt einen auch weiter. Ach Mist. Gesperrt hier einfach die Abfahrt. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist ja krass. Ich muss einen riesen Umweg fahren. Nächste Abfahrt. Naja, gut. Die Regels. So, nur gucken, dass man hier nicht zu stark in den Kurven umfährt. Ah, hier fahren wir noch nicht raus. Naja, ich hatte in den letzten Wochen wegen des Umzugs dann ein paar Mal Besuch von so Speditionen. Ich meine, sonst hat es immer gereicht, irgendwas in Paketen mir zukommen zu lassen oder so. Aber etwas größere Möbelstücke werden ja dann doch meistens über Spedition geliefert. Und ein Mitarbeiter kam sogar mehrmals. Ein absolut netter Typ, übelst freundlich, hilfsbereit. Hat sogar die Palette wieder mitgenommen. Ich war fasziniert. Das tipptopp. Da kann man nichts sagen. Und dann gab es noch so eine andere Spedition. Die war wirklich, ich fand sie unseriös. Die war so schnell, schnell, schnell. Und dann gab es irgendwie mehrere komische, mysteriöse Gründe, warum das alles so schnell gehen muss. Und nicht da abgeladen werden kann, wo es eben gebucht und bestellt war. Ne? Das finde ich dann schon immer so ein bisschen schwierig. Aber, naja. So unterscheiden sich die Speditionen da sicherlich auch. So, jetzt müssen wir irgendwie mal wenden, ne? Weil hier, ich würde es gern machen, aber eigentlich darf man es nicht. Deswegen machen wir es jetzt auch mal nicht.
kann übrigens, wenn ihr den Sprinter fahrt, mit der Modifikation, mit der man eben auch die Ladungen hier mitnehmen kann, dann gibt es zwei Dinge zu beachten. Erstens, der Sprinter ist cool, kann sich auch in allerlei Farben lackieren lassen und sowas. Ist, glaube ich, immer noch eine Beta-Version, deswegen gibt es auch einen Fehler. Den zeige ich jetzt mal hier nicht, das macht nur das Video kaputt, aber so richtig schön sieht das nicht aus. Ah, hier. Hier sieht's gut aus. Hier fahren wir ran. Und wenn ihr dann hier Transporte durchführen wollt, dann müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr nur die 10-Tonnen-Ladung nehmt. Weil ich habe es ausprobiert mit der 25-Tonnen-Ladung, die es ebenfalls für solche Sprinter hier gibt, mit der Modifikation. Wird man nicht wirklich fahren können. Da ist die Hinterachse so dermaßen heftig belastet, wie es auch realistisch ist, nehme ich mal an. Schon 10 Tonnen finde ich viel, aber 25 Tonnen, das ist kaum möglich. Da ist die Hinterachse so dermaßen belastet, da kann man nicht mehr fahren. Da hebt man vorne ab. Bis zum Bruch dann halt, ne? Nee, Bruch gibt's hier nicht, aber also, ja, das muss man so ein bisschen beachten, wenn man damit fährt. Aber ansonsten finde ich das wirklich tipptopp, dass man dann damit auch richtig Ladungen hier transportieren kann. Macht schon Spaß und ist mal was anderes. So. Und damit ist unser Wendemanöver jetzt gleich beendet. Wir müssen hier nochmal rechts fahren. Den Mercedes da hinterher. Und dann sind wir wieder auf der Autobahn. Ach, hier. Muss ich doch mal beim Kunden anrufen. Ich komme ein bisschen später, Umleitung. Ach, sehr langsam hier. Da geht doch noch was. Ach ja, genau. Und ich würde es keinesfalls mit Tastatur spielen. Man, der ist nämlich unsteuerbar, dieser Sprinter, mit Tastatur. Also fand ich. Selbst mit hoch eingestellten Bremsen. So, 100 sind wieder erlaubt. Dann werde ich mal so auf die 110 beschleunigen oder sowas. Und in feinster Manier hier sogar den Mercedes überholen. Was Mutter hat Mut, ne? Und auch hier wieder Unfall. Jetzt hoffe ich nur, dass die andere Abfahrt ready ist, weil wenn die jetzt auch gesperrt ist, dann wäre es schlecht. Dann wäre es wirklich sehr, sehr schlecht. Ja, auch Mautstation. Also, ja, gestalterisch schon wirklich schön. Aber der rechte Spiegel hängt. Muss man ein bisschen weiter rausgehen. Ja gut, da sind alles noch so Fehler, die liegen vermutlich auch an der Beta. Wildes Hin- und Hergewechsel. Aber es ist auch nichts los hier. Da fühle ich mich so ein bisschen wie auf dem Trip von vor ein, zwei Wochen. Und ich glaube, jetzt gleich ist es schon, wo man dann wieder abbiegen kann. Auch die Windräder schön im Hintergrund. Mensch, die haben heute Hochkonjunktur. Die drehen sich heute hier einen ab. Manche sind ja auch so, manche unseriöse Firmen sind ja auch mit diesen Sprintern unterwegs, wo die Fahrer dann auch in so Kabinen da oben schlafen müssen. Also das finde ich schon schrecklich, bei Wind und Wetter. Also die schlafen ja dann nicht nur da, weil es mal irgendwie, wenn mal aus Versehen eine Tour länger geht oder sowas, das wäre ja noch irgendwie nachvollziehbar, sondern die schlafen da regulär drin, für Wochen. In so einem kleinen Käfig, wo es richtig warm ist. Das ist schon belastend, da möchte ich nicht tauschen. So, und hier fahren wir wieder ab und werden den Rest hier offensichtlich auf der Landstraße erledigen, hoffentlich ohne Umleitung. Dass die da einfach gesperrt haben, ich komme nicht drüber hinweg. Ich weiß nicht, ob das ein Event ist, weil ich habe die Umleitungen extra aktiviert, aber ich weiß nicht, ob das eine Umleitung ist in dem Sinne. Also ich weiß nicht, ob das sozusagen vom Spiel kommt oder jetzt von der Modifikation, von der Map, aber ich nehme an, ersteres. So, ach, da sind wir. Nee, okay, wir sind immer noch auf der Autobahn. Wir sind noch nicht abgefahren. Und da ist er wieder. Die Baustelle. Und die nächste Abfahrt ist dann endlich unsere. Dann können wir unsere Pakete bei Siemens abliefern. Vorausgesetzt, man will sie noch. Wenn wir viel zu spät sind. Oh, da ist ein Blitzer auch gewesen.
Die Baustellenblitzer. Ja, schwieriges Thema. So. Hier nur aber. Hier müssen wir raus. Und dann da vorne nochmal rechts. Siemens ist sogar schon ausgeschildert. Scheint eine große... Ach, da vorne ist es ja schon. Scheint eine große Company hier zu sein. Aber finde ich auch gut, dass die hier angepasst wurden. Die Firmen. Das macht es doch nochmal ein bisschen realistischer. Und hier nochmal rein. Und dann sind wir auch schon da. Hui. Aber manchmal rutscht da einem so ein bisschen weg. Muss man ein bisschen gucken, dass man vernünftig fährt. Aber eigentlich ist der echt gut handelbar. Also mir gefällt er auch mega, auch so vom Interieur her. Es ist ja eine relativ aktuelle Ausstattung. Ich weiß nicht, ob es die neueste Generation ist. So gut kenne ich mich jetzt mit Sprinter nicht aus. Aber es müsste auf jeden Fall eine der neueren sein. Ich finde es jetzt sowohl in der Realität als auch hier im Spiel dann natürlich, das ist aber eine persönliche Sache, jetzt nicht so super toll, das Interieur, aber es gibt sicherlich auch schlechtere, also insofern. Aber das ist, wie gesagt, eine Geschmackssache. Aber grundsätzlich ist das schon ganz nett dargestellt und es ist jetzt die zweite Beta-Version, die es davon gibt. Ah, ich glaube, wir müssen andersrum rein. Die zweite Version, Beta-Version, die es davon gibt und ich nehme mal an, dass da noch weitere folgen sollen. So, sind wir sehr wendig. Wir hätten auch die letzte Abladeoption nehmen können. So, hier habe ich sie gefunden. Musste ein bisschen rumprobieren, aber so scheint es perfekt zu passen. Das heißt, ich drücke einmal T und damit sind die Pakete dann auch ausgeladen. Ausgezeichnet! So wünscht man sich das doch. Dann würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!